Herzlich willkommen von Woman Adventure. Ja, es geht in eine Landschaft, die auf dieser Welt eigentlich einzigartig ist. So etwas sieht man eigentlich sonst fast nirgends. Es ist eine weiße Berglandschaft, die ja faszinierend ist. Also aus Kalkstein vermutlich. Aber ja, seht selber, es ist also atemberaubend, wie das aussieht. Ja, ich nehme euch da mit und ja, viel Spaß beim Schauen und bis bald. Morgen nach dieser Bergaktion in der Nacht geht's weiter. Da sind die anderen stecken geblieben, da in diesem Wasserloch. So, hier haben wir ihn rausgezogen, da ist dieses Ding da. Ja, das ist sehr schwierig zu passieren. Jetzt müssen wir einen anderen Weg finden, vielleicht da hinten. Ein guter Offroader steigt auch mal aus seiner Kiste aus und läuft die Strecke vorher ab, damit er weiß, auf was er sich einlässt. Kein Durchkommen da, dieses grüne Sumpfloch schlängelt sich durch die ganze Landschaft. Bin jetzt ein bisschen hoch. Das heißt, wir müssen da durch und ja, ein bisschen arbeiten. So, der erste Versuch, aber unten ist es hart. Kein anderer Weg möglich. Der Stefan probiert es als erstes. Der muss jetzt durch dieses Schlammloch. Wir haben mit Steinen ein bisschen ausgelegt. Aber es geht. Geht. So, Bergungsaktion, der ist hinten aufgesessen, das heißt, wir können ihn auch nicht rausziehen hier. Wow! Das nimmt mir auch Wunder. Schlammschlacht war das jetzt. Ja, aber gute Schaufel, gell? Analyse, damit der René es anders macht. Also das Zweite ist dann einfacher, oder? Es liegt jetzt schon alles da zum Bergen. Also jetzt habe ich ja Blech. Auch der René muss durch dieses Wassermatsch-Flussloch durch. Jetzt probiert er es. Ist halt eine mega Verdrehung. Und natürlich Rutschpartie. Der rutscht! Hintern! Zieh mal nach vorne. Der rutscht hinten ins Loch. Jetzt geht er vorwärts. Jetzt bleib auf dem Blech. Das Blech ist nicht bei dir, René. Sollen wir das Blech umlegen? Ja, aufs Blech. Kraft. Boah, Wahnsinn. Boah. Oh. Irre. Das ist auch in das Loch reingerutscht, recht.
Aber stopp, wir müssen die Bleche umlegen. Weiter. So, jetzt bin ich dran. Also auch uns hat es an diesen Haufen hier reingedrückt jetzt und wir stehen am Koffer auf. So, es hat mich auch links überzogen, aber ich habe sofort gehört, er steht nicht fest da. Hochdeutsch, ja, aber jetzt zieht er mich raus, weil wenn ich da weiter nach rechts rutsche, mache ich mir nur alles kaputt. Deswegen rausziehen ist die bessere Lösung. So, jetzt haben wir auch noch Publikum in unserer Misere. Ein Touristen-Italiener-Trupp, der hier jetzt aufgetroffen ist und der uns jetzt hier die Bühne frei macht. Oh Gott. Hier ist es rausziehen gut möglich, weil er ja vor uns steht, der Stefan. Ja, mit Bezug ist das natürlich noch um einiges leichter. Boah, jetzt gibt es sogar noch Applaus, ne? Ja? So, jetzt schauen wir mal, wie der Kleine dann durchfährt, ob es der leichter hat von den Italienern. Weil der ist aber sehr vorsichtig. Jetzt schlägt er gerade hinten auf. Der rutscht ein bisschen in das Loch, aber doch ein bisschen easier als unsere schweren. Ja. Ja, bei uns heißt es jetzt wieder aufräumen, irgendwann die Bleche reinigen. Wir sind quitt, stimmt. Jetzt könnt ihr wieder von vorne anfangen. Ja, jetzt kommst du wieder dran. Ciao! So, es geht weiter, das gehört einfach dazu. Ein Schlammloch und dafür diese schöne Gletscherwand, hey, Wahnsinn! Fantastisch, hey, das sieht aus, hey. Echt wie im Winter, aber es ist Kalk, kein Schnee, Temperatur 24 Grad, perfekt.
Riesengletscher zu stehen. In einer Ecke, da ist Sackgasse, sie müssen da wieder zurück. Die meisten sind oberhalb. Das ist die Hauptpiste, da fahren alle durch. Wir fahren da unten durch. Gibt es nochmal so eine Wadi, will ich sagen. Flussüberquerung. Ich weiß nicht, wie man hier sagt. Wet Wadi. Hier irgendwo. Erstmal wieder angucken. Flussbett prüfen, ob wir da durchfahren oder nicht. Nein, das Kaulquappen natürlich nicht. Ah, wegen der Kaulquappen, okay. Dürfen wir nicht. Also der René will unbedingt schwimmen gehen, hat er gesagt. Der will hier durch diesen Fluss, diesen mit Lehmfluss durch. Ja, es hat ein bisschen Wasser oder ein bisschen Schlamm, aber unter dran ist der Boden hoffentlich hart. Ich habe nur mal mit der Hand reingelangt und jetzt bin ich mal der Erste. Jetzt schauen wir mal, wie gut das geht. Nicht zu viel Gas, damit er nicht durchdreht. Er muss Grip haben. Aber ging super. Aber eben, wenn man zu zweit ist und weiß, man hat wahrscheinlich einen, der ihn wieder rauszieht, dann schauen wir mal. Das hält. Boah. Ja, es spult schon ein bisschen, aber ich glaube, der Untergrund ist weich genug. Schon zu spät, das ist schon durch. Easy, ging super. Jetzt da noch steil hoch mit nassen Schuhen. Ja, und da hinten ist der See. Wir fahren aber da links. Das ist ein Nadelfels. Zum Gletscher. Das ist ein Nadelfels. Spitzen.
Ja, der Regen macht alles ein bisschen schwieriger. Normalerweise ist hier furztrocken. Die Hauptspur ist aufgeweicht. Also hier hat es Lehm und Wasser und in Sekundenbruchteilen musst du entscheiden, welchen Weg nimmst. Aber das war jetzt leider dann doch der falsche. Da war nämlich der Erdboden zu weich, abseits der Piste. Steck mal wieder fest. Bis zum Kasten. Voll zu im Dreck. So, raus die Aktion Nummer 3, 4. Ich glaube, so viele haben wir schon mittlerweile. Vor grandioser Kulisse hier in diesem Tal. Scheißlage verfahren. Jetzt bin ich oben wenigstens. So. Gott, ey. Bin einfach zu schwer. Ich hätte auf der Hauptliste sein sollen und wollte durchbrettern. Aber deswegen ist man immer zu zweit unterwegs, sonst hätte ich rückwärts raus müssen. Wow, geschafft. Mann, das ist ein Tag. Diesmal mit Schwung. Ja, schaut gut aus. Also er ist etwas höher gekommen. Kommt langsam aufs Trockene hier. Boah, gut gemacht. Da vorne ist wieder besser, ja. Der Tag ist nicht mal halb rum und wir haben heute Offroad-Abenteuer bis zum Geht nicht mehr. Schlammschlacht. Alles Mögliche. Tag des Matschschuhs. Aber ich muss sagen, ich habe natürlich die Luftfeder ganz raufgelassen, weil ich bin echt unten angestanden, vor allem hinten am Differential. Und beim Rausziehen streifte das etwa 3 Meter. Aber ich konnte so etwa 4 Santi wenigstens das Fahrzeug höher bringen. Und dank dem, dass ich nicht alleine bin, ging das jetzt eigentlich relativ gut. Wenn ich alleine gewesen wäre, das wäre ein Tag Arbeit. Rückwärts. Wir sind 2 Tage zu früh, glaube ich. Weil es ist immer wieder matschige Stellen, die man umfahren muss. Ein gewisses Risiko ist dabei wieder. Oh, jetzt sieht es dann besser aus. Die Frage ist, wie sieht es hinten aus? Hinter der Kuppe, ja. Fantastisch dafür. Tja, fester Boden ist was Schönes. Aufpisten ist der Boden eigentlich hart. Es ist nur oben ein bisschen aufgeweicht. Aber unten drunter ist er hart, also hier ist eigentlich sicherer zum Fahren. Das ist echt der Hammer, ey, wie das aussieht. Ey. Thank you.
dann schmeißt sie sich gleich am Rücken. Die ist immer unterwürfig und dann freut sie sich, dass sie mit den anderen wieder mitrennen darf und jetzt wieder zu dritt. Ai, super! Abendessen vor dieser Traumkulisse. Und das ist gigantisch, denn jetzt glühen die Berge da hinten. Wieder neue Morgen, es geht wieder weiter mit unserer großen Tour hier. Wieder mal ein Graben. So, auf hier auf den Berg gehen wir nun. Wow, was für eine Landschaft von der Tiefebene hier zu diesen Spitzen, den Hügeln zum René. Die Hunde sind auch dabei. Und dann zu diesen gigantischen Felsspitzen. Wow. Einmal Rundumblick hier. Und da waren wir heute Morgen und da steht der Camper. Ich hab 5G! Kiki in Kasachstan, das ist ihre erste große Reise. Und sie findet es toll. So einen großen Gang. Das ist toll. Also er sieht nett ein. Echt wie Schnee. Vom Braun aus Weiße. Wow, das ist Weiße. Wie Schnee. Wow. Hier gibt es eine kritische Stelle, die zu überwinden. Da haben schon ein paar geübt. Gut, das erste ist geschafft. Da wäre die Hauptpiste, aber die ist unter Wasser. Jetzt kommt noch mal eine kritische Stelle. Das war jetzt. Also, er ist nicht abgesoffen. Geschafft. Erste Hindernis von heute geschafft.
Und kommt sicher noch eins, zwei. Aber heute ist es bedeutend trockener wie gestern. Jeder Tag wird besser. Also hier ist schon wieder gut. In der weiten kasachischen Steppe. Auf dem neuen Track. Jetzt geht es hier über diese Kuppe. Beim Arbeiten. Der hat nämlich hier trotz Sonntagskleidung was zu tun. Der hat nämlich gesagt, er zieht heute Hemd an, weil dann mit Hemd muss er nicht buddeln. Genau. Und das war die Überlegung. Heute ist Anti-Buddeltag. Okay. Gestern hat gereicht. Bisher hat es auch geklappt. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Schlammschlacht. Tun wir mal lieber die Sperren rein. He? Die Hauptpiste.
wenn es nass ist, auf keinen Fall durchfahren. Das ist dann obergefährlich. Fährst du so weit rechts oder links, weiß ich. Oder ich steig mal aus und füll dich mal. Was ist denn das für ein komisches Bild? Ah, verkehrt. Fantastisch. Wir waren ja da unten, ihr seht vielleicht diese zwei Spitzen. Da hinten hatten wir übernachtet. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von oben an, weil das ist ja eine gigantische Landschaft. So, hier machen wir mal einen Schnitt und im nächsten Video geht es dann über 100 Kilometer durch Steppenwüste, also alles Piste, um wieder rauszukommen und dann, ist diese Tour mal soweit fertig, dann reisen wir weiter runter in den Süden nach Usbekistan. Also, dann Daumen hoch, wie immer, und wir sehen uns. Bye!